Ja, moin und ein herzliches Willkommen zum heutigen ZWP-Webinar. Frau Dr. Pai und ich begrüßen euch herzlich. Das Thema ist die komplexe Rekonstruktion im parodontal komprimierten Gebiss. Wir heißen euch virtuell aus dem wunderschönen Oldenburg willkommen. Wenn es Fragen gibt, könnt ihr die gerne im Chat stellen. Wir würden sie dann im Nachhinein am Anschluss des Vortrages beantworten. Und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, möchten wir ganz gerne noch ein, zwei Worte zu uns sagen. Mein Name ist Romy Dech. Ich habe mein Studium 2008 in Rostock abgeschlossen. Ich bin seit 2010 in Oldenburg und auch seit 2010 bei den Oldenburger Zahnärzten. Seit ein paar Jahren leite ich dort die Zweigstelle und habe als Behandlungsschwerpunkte die Gesamtsanierung und Implantatprothetik. Wir sind an zwei Standorten mit 12 Behandlern insgesamt tätig. Jeder hat so seine Schwerpunkte. Unter anderem decken wir eben auch den chirurgischen Bereich über Oralchirurgen ab. Und eine dieser Oralchirurginnen ist Frau Dr. Pai, an die ich eben das Wort übergebe. Dankeschön, Domi. Hallo, schönen guten Abend auch meinerseits. Dr. Sangeeta Pai heiße ich. Ich habe meinen Abschluss in Indien in 2010 gemacht. Und danach habe ich mein Weiterbildung in Mundkiefer-Gesichtschirurgie in Georgien und Royal College of Surgeons abgeschlossen. Seit 7 Jahren bin ich in Deutschland und seit 2017 bei den Oldenburger Zahnärzte als Fachzahnärztin für Oralchirurgie in beiden Standorten tätig. Dann wollen wir mal in die Materie einsteigen. So, wir sind jeden Tag mit komplexen Fällen konfrontiert, wo Wissen von multiple Fachrichtungen notwendig ist. Daher haben wir uns in unserer Praxis ein Konzept entwickelt, wo wir unter uns die Phasen teilen, sodass die Patienten bei dem gesamten Behandlungsspektrum fachkompetent behandelt werden. Da haben wir Phase P1 bis zu P4. Unter P1 ist das Diagnostik, gehört zahnmedizinische und Allgemeinanamnese. Unter den zahnmedizinischen Anamnese wird nochmal den Zahnstatus kontrolliert, Frage Richtung, ob man periodontale Vorerkrankungen hat, ob man eine Behandlung schon vorher hatte. So den allgemeinen Anamnese gehört die Frage so Allgemeinzustand des Patienten, ob der Patient, Patientin Hypertonie hat, Diabetes hat, ob der Blutverdünner nimmt, ob diejenige unter systemischen Erkrankungen leiden und so weiter. Da wir wissen, alle diese Faktoren beeinflussen unsere Behandlungsplanung und die Behandlungsmöglichkeiten. Weiterhin zu den P1 gehört auch den Röntgenuntersuchungen, wie ist das OPG, die Einzelaufnahme und dann die VT, Modelleherstellung und dann Wachstum. Gehen wir weiter zu den Phase P2, das ist diese sogenannte Surgery oder chirurgische Phase. Dazu gehört die geplante Extraktionen, Osteotomien, Knochenaufbau, eigene Bluttherapien, Implantate und Weichgewebemanagement. Ja, dann schließe ich eben nochmal weiterführend an mit der Phase P3 und P4. P3 ist dann die Prothetik. Dazu zählt neben der definitiven Prothetik in welcher Form auch immer auch die langzeitprovisorische Versorgung oder eben die Interimsversorgung. Und anschließend an die Prothetik kommt dann nochmal die Phase 4. Unter diese Phase 4 nehmen wir das Recall mit rein, die Zahnreinigung, die im Anschluss kommt und ein paar andere Dinge, auf die ich dann am Ende des Vortrages nochmal eingehe. Super, dann gehen wir weiter. Heute haben wir eine sehr spannende und interessante Frage mitgebracht. Das ist eine 69-jährige Patientin, Nichtraucherin, hat gelockerte und schmerzende Restbezahnung. Da sieht man schon umfangreiche vertikale Attachmentverluste, eingeschränkte Kaufvermögen, die molaren Seitensbereich Pokationsbeteiligung und die Patientenhaut eine Historie von Implantatverlusten. Zu diesem Termin haben wir selbstverständlich nochmal die Vitalitätentesten gemacht, die Taschen durchsondiert, Lockerungsgrad aufgezeichnet, Fotodokumentation und die Modelle hergestellt. Röntgenologisch sieht es so aus. Da sieht man schon, dass die Patientin einige Stunden auf dem Zahnarztstuhl verbracht hat. Hier sieht man die Oberkiefer-, Unterkiefer-, Kronenversorgung, vorgeschüttene chronische Parodontitis. Sieht man hier die vertikale und der horizontale Knochenverluste, Periimplantitis bei den Restimplantatregion 6. Nach einer gründlichen Voruntersuchung haben wir festgestellt, dass leider nur die Eckzähne, die 1-3, 2-3, 3-3 und 4-3 erhaltungswürdig wurden.
Weiterhin zu den Diagnostik gehört auch den 3D-Aufnahme, dieser sogenannten Digitalvolumentomographie. Ein Vorteil bei dieser ist, dass man in die Lage ist, der vorhandenen Knochendefekte genauer zu beurteilen, zu gucken und planen, was am besten an den beiden Patienten passt. Da ist man auch in die Lage, die wichtigen OP-relevante anatomische Strukturen wie Unterkiefernnerv, das Kanal, das Sinusboden etc. zu zeichnen und ist auch mittlerweile die Möglichkeit, dass man die Implantate in der genauen Länge und die Durchmesser setzen kann. Hier haben wir vor Camlog Cone-Log-Implantate entschieden und dementsprechend haben wir die auch eingesetzt. Da gibt es auch Möglichkeiten, in verschiedenen Schnitten das zu sehen, zu gucken, ob das mit dem Länge passt, ob denn mit dem Achse passt und so weiter. Ein kleines Wort zu dem 3D-Implantat oder 3D-Schablonensystem. Das bietet auch den Camlog an unter dem Namen Guide-System. Das ist eine wunderschöne Gelegenheit, wo man schon den Implantate planen kann und dementsprechend eine ganz präzise Bohrschablone herstellen kann. Und das ist eine einfachere Variante, wo man das Implantation entspannt machen kann. Aber das geht nur, wenn das eine straightforward Case ist mit guter Knochen vorhanden. Bei diesem Fall haben wir tatsächlich vor den Oldschool sogenannten Freihandtechnik entschieden und dann die Implantate gesetzt. Nachdem wir alle Schritte in der ersten Phase abgeschlossen haben und eine genaue Übersicht, der aktuelle Zustand des Patienten haben, dann kann man über die weiteren Möglichkeiten reden. Nachdem wir diese solche komplexe Fälle praktisch zusammen beurteilt haben, machen wir einen gemeinsamen Termin mit den Patienten, wo wir die Patienten auch mit ins Boot holen. In einem ausführlichen Beratungsgespräch würden die Vorzüge und Nachteile der jeweiligen Behandlungsoptionen, insbesondere über extrahierende und erhaltungswürdige Zähne, offen und für die Patientin verständlich besprochen. So könnte das Vertrauen der Patientin aufgebaut und im Sinne eines Shared Decision Making gemeinsam die Entscheidung für kombinierten Zahn- und implantatgetragene Hybridprothese als die für das individuelle Patienten bestmögliche Therapieform getroffen werden. Mitentscheidend war der primäre psychologische Vorteil für die Patientin, sich über ihre verbleibende Restzähne noch Gefühl von eigenen Zähnen und eine gewisse propriozeptive Kontrolle bewahren zu können. Das ist ja sehr wichtig, wenn die Zähne, vorhandenen Zähne da sind, dass das der Patient auch besser Gefühl für den Kauen hat. Dies kann die Belastung, zusätzlich die Belastung für die implantatgeschützte Restauration verringern und damit deren Prognose auch verbessern. Hier haben wir in diesem Besprechung nochmal erwähnt, dass die Möglichkeiten gibt, dass man All-on-4, All-on-6, All-on-8Prothesen macht und auch die festsitzende, herausnehmbare Prothese haben wir alles offen diskutiert. Trotz der Vorgeschichte mit der Patientin, mit Implantatverluste und damit verbundenen Zeitaufwand und Schmerzen war die Patientin offen für die neue Implantatversorgung. Na, das ist daher sehr wichtig, dass man Zeit nimmt für die Patienten bei diesen Anfangstermine, wo der Patient auch ein gutes Gefühl hat und ein Gefühl hat, dass er gut aufgehoben ist, weil solche Fälle wie diese hier dauern schon ein Jahr ungefähr, bis wir den endgültigen Resultat haben. So, das Endergebnis des Termins war, die chirurgische und prothetische Versorgung stand fest und könnte nur geplant werden. Bei umfangreichen chirurgischen Eingriffen macht es Sinn, über zusätzliche Sedierungsmöglichkeiten aufzuklären, weil Chirurgie immer noch ein angstbehaftetes Thema für die Patienten ist. Neben der Standard-Lokalanästhesie bieten wir in unserer Praxis auch Vollnarkose, Sedierung und Lackgas an. Hier haben wir über den PA-Behandlungsplan und den Treatment Roadmap gesprochen. Haben wir uns entschieden, dass wir den PA4-Behandlungen in Lokalanästhesie und weitere chirurgische Maßnahmen in Vollnarkose durchführen. Diese sogenannten PA4-Behandlungen ist in unserer Praxis durch eine Prophylaxe-Fachkraft durchgeführt. Grunde genommen wird dreimal Zahnreinigung gemacht und die entsprechende Patientaufklärungen und Mundhygiene-Instruktionen. Bei parodontal beschädigten Gebiss, die Vorsorge und Nachsorge sind entscheidend für den Therapieerfolg. Etablierung von ausreichendem zirkulärem Knochen und Weichgewebe ist ein Must-Have. Mittlerweile wissen wir, dass parodontale Erkrankungen sind keine direkte Kontraindikation für Implantate, aber sie müssen suffizient und nachhaltig behandelt werden. Gibt es zahlreiche Studien, die uns auch immer wieder das Gleiche beweisen, dass Patienten mit Parodontitis mit Implantaten versorgt werden können,
wenn die lokale und systemische Voraussetzungen erfüllt werden. Dazu gibt es das berühmte Albertsons-Studium oder von Yang Li. Und mittlerweile gibt es immer wieder neue Studien, die das auch Gleiche immer beweisen. Wer tiefer in das Thema eintauchen möchte, gibt es selbstverständlich eine Literaturliste, die man zurückgreifen kann. Gehen wir weiter zu der Phase 2, sogenannten Surgery oder chirurgische Phase. Die Behandlung hier fand in unten eine Intubationsnarkose statt. Da haben wir ungefähr 6 bis 7 Stunden in Vollnarkose operiert. Wie schon erwähnt, die Beurteilung des Hartgewebes und die Planung der Implantatpositionen erfolgte mittels OPG und die VT-Aufnahmen. Hier haben wir sogenannten Single-Sitting-Surgery-Konzept entwickelt, wo wir die nicht erhaltungswürdige Zähne entfernt haben, das BA-Therapie der Restbezahnung gemacht haben, haben wir ein Root-Planning gemacht, das Knochenaufbau mit eigener Bluttherapie. Zu dem Thema gehe ich in einer späteren Folie gesondert ein, weil das ein brandaktuelles und ein spannendes Thema ist. Zu dem Termin haben wir tatsächlich die Oberkiefer- und Unterkieferimplantate gesetzt und das Weichgewebemanagement All-in-One-Go gemacht. Gibt es ja Fälle, wo das nicht immer der Fall ist. Dann muss man tatsächlich die Phasen teilen, wo man die Entfernung des Zahnes mit Knochenaufbau kombinieren kann und dementsprechend nach der Primärheilung die Implantate einbringen kann. Wie gesagt, das ist immer sogenannten Bespoke-Treatment-Plan für jeder Patient, wo das für den Patient geeignete Plan geplant wird. Weiter so ein bisschen blutige Fotos. So sieht das aus im Oberkiefer. Um die vorliegende knöchernde Defektsituation nicht noch zu vergrößern, wurden die nicht erhaltungswürdigen Zähne unter größtmöglichen Knochenerhalt schonend extrahiert und ihre Extraktionsalveole unten den Rückenwirbel sorgfältig versaubert. Ein ganz kleiner Praxistipp von mir, wie man schon hier sieht, bei einer besseren Sicht und die palatinale Schleimhaut zu schönen, würde ich sie mit Hilfe eines Nahtgips ziehen. Das sieht schon total aus, wenn man sagt, oh, warum der extra Naht? Aber glauben Sie mir, da sind Sie sehr gut aufgehoben, weil, wo das Schleimhaut nicht verletzt ist und später bei dem Zunähen ist das tiptop gut zugenäht. Genau, nochmal ein Punkt zu den Fällen wie diese hier, wo man mehrere Zähne entfernt und eine aufwendige Knochenaufbau macht. Mache ich immer eine Helbo-Laser-Therapie, diese photodynamische Therapie. Aber da die Patientin Allergie gegen resorbierbare Nähte und ein Kontrastmittel hatte, haben wir hier keins gemacht. So, weiterhin wurde der Alveolarkamm mit einem Kugelfresser geglättet. Zuerst sind die beiden Frontzahnimplantaten in Regio 1-2 und 2-2 gemäß Protokoll eingebracht. Hier haben wir uns für Implantate von Camlox Crewline entschieden. Da haben wir 3,8 11 mm Implantate in Regio 1, 2, 2, 2 und nach einem internen Sinuslift in Regio 1, 5 und 2,5 Implantate in Durchmesser 4,3 und 3,8 11 mm jeweils eingebracht. Die knöchernen Defizite im Oberkiefer und Oberkieferimplantaten wurden mit Porzine, Knochenersatzmaterial und Otologknochen augmentiert. So sieht das aus. Darüber reden wir nochmal genauer in den weiteren Folien ein. Das ist entweder in solchen Schälchen verfügbar oder in sogenannten Syringe. Ne? So, das ist ein osteokontaktives und beschleunigt durch seine dem humanen Knochen strukturellen ähnliche Porositäten die Revaskularisation, sondern begrenzt auch die Dimensionsänderungen. So sieht das aus. In dem ersten Bild, wie man schon sieht, da haben wir schon den Implantat eingebracht, Knochenaufbau gemacht, diese eigene Bluttherapie-Membran lege ich auch nochmal drauf und dann haben wir hier ein resorbierbares Membran genommen und hat man Möglichkeit mit sogenannten Pins das so stabilisieren. Da muss man nur aufpassen in dem Oberkiefer-Backenzahnregion, dass man schon aufpasst, dass sie nicht in die Kieferhöhle rutschen. So, und dann in dem dritten Bild, wie man schon sieht, da haben wir das Plastik zugedeckt. Hier habe ich Epilon 5,0 genommen. Normalerweise nehme ich PTFE-Nähte, aber wegen Lieferungsprobleme während Corona-Zeit musste ich hier improvisieren und dementsprechend eine Epilon 5,0. Aber ich tendiere immer, nicht resorbierbare Nähte zu nehmen, weil die sind einfacher zu entfernen,
später und auch, dass sie nicht plagaffin sind. Das spielt auch eine sehr wichtige Rolle beim Heilung. Genau. Gehen wir weiter zu den Unterkiefer. Die nicht erhaltungswürdige Zähne werden entfernt. Die Extraktionsalveole würde im Sinne einer Rich Preservation ebenfalls mit Porcinien KIM und autologen Knochenspänen stabilisiert. Hier haben wir Knochenaugmentation nochmal mit Autologknochen und von Biohorizons XP das Porcine-Material genommen. Hier haben wir wieder eine PRF-Membran, die sogenannte eigene Bluttherapie. Versprochen kommen wir in den weiteren Folios zu dem Thema. Und eine Pliable-Membran von Biohorizons genommen. Hier haben wir für Implantate von Camlog-Conlog entschieden. Wegen der kräftigen Gewindestruktur hat man eine wunderschöne Stabilität. Und wenn man wenig Knochen hat, das kann nur Gutes tun, wenn man eine hochwertige Implantat da reinsetzt und sicher gehen kann, dass das alles gut zuheilt. Genau, wie ich schon erwähnt habe, haben wir von Camlog Implantate Conlog 4,3 mm in den Regionen 3436 und 4446 gesetzt. Also den Implantatsystem nochmal, das ist Camlog Conlog und es überzeugt durch die hervorragenden Stabilitätswerte. Ich denke, jeder, der implantiert und ein Implantat hat, wo man in den Backenzahnbereich, wo mehrere wurzelige Zähne entfernt sind, setzen will, weiß, dass jeder Millimeter von Knochen spielt eine sehr wichtige Rolle, eine Implantat stabil reinzukriegen. Und wenn man zusätzlich gute Implantate hat mit gewissen Rillenfunktionen, dann ist das Cherry on the top, dann ist man in die Lage, diese Stabilität einfacher ohne Stress hinzukriegen. Genau, und die Implantate kann man epikristall oder leicht subkristall setzen. Hervorragende Langzeitergebnis, weil das ist lange genug im Markt und ist man in die Lage, zahlreiche Studien nochmal, dass sie Gleiches beweisen, dass es ein wunderbares System ist. So, nachdem wir die schöne Camlog-Implantate eingebracht haben, ist es sehr wichtig, dass wir ein stabiles Knochen rumherum hinkriegen. Zu den Thema Autologknochen, wir wissen, dass eine Goldstandard immer noch ist, aber ist ja schwierig, dass man eigene Knochen entfernt, weil dafür braucht man Hochpräzision, langjährige Erfahrung, weil wir arbeiten da mit sehr sensitiven Strukturen wie Unterkiefer, Nerv oder Blutgefäße. Heutzutage gibt es Möglichkeiten mit dem Instrument hier, was man hier in den ersten Bild sehen kann, heißt Micros. Das ist ungefähr das gleiche wie ein Safe Scraper. Da ist man in die Lage, das Knochen von den Corticalis auch zu sammeln und als Autologknochen mitzuverwenden. Dank der Bora von Camlog ist man in die Lage, auch wieder nochmal das Autologknochen mit einem Instrument zu sammeln. Ich sammle das immer in den sogenannten kleinen Schälchen mit so ein bisschen Kochsalz, sodass das Knochen nicht getrocknet. Bei den sogenannten Ridge Reduction, wir nehmen das Knochen mit einer Lupe und das wird in sogenannten Knochenmühle eingebracht, verkleinert, weit verarbeitet, sodass man kein eigenes Knochen spendet. Genau, wie ich vorher schon gesagt habe, ist man in die Lage, dieses Knochenersatzmaterial XP, das ist ein Porcinus-Ursprung, in solche Schälchen zu kriegen und da ist man in die Lage, mit eigener Bluttherapie oder wenn der Patient keine eigene Bluttherapie wünscht, mit Kochsalz zu mischen und damit das Knochen in die Mundhöhle einzubringen. Wie ich schon erwähnt habe, diese Syringe finde ich total gut in den Regionen wie Oberkiefer, Sinuslift oder Unterkiefer, Maxillarregion, dass man die einfach, weil die leicht gebogen sind, einfach das Material einbringen kann. Na, und wir wissen ja alle, mit einem trockenen Knochenersatzmaterial zu arbeiten, ist sehr schwierig. Hat man ein Ziel, okay, gehe ich bis zur Unterkiefer, Retromolarregion, aber verliert man schon eine Menge Knochen on the way. Insofern, das ist sehr wichtig, dass man eine einfachere Handhabung hat, sodass man entspannt arbeiten kann. So, wie schon versprochen, kommen wir zu dem Thema PRF oder sogenannten eigene Bluttherapien. Auch Eigenblutverfahren genannt, zu denen gehört den PRP, das ist Platelet-Rich Plasma. Mittlerweile gibt es viele verschiedene, das gibt EPRF, LPRF,
TPRF. So, wir arbeiten in unserer Praxis mit LPRF, das ist Leukocyte-Rich Platelet-Rich Plasma. Und das ist ein Verfahren, und bei dem wird an dem OP-Tag eine geringe Menge des Patients eigenes Blut entnommen und in unserem Praxis je nach Verfahrensart unterschiedlich intensiv aufbereitet. Da ist man in der Lage, entweder eine Membran herzustellen oder eine flüssige IPRF. Die Entnahme einer kleinen Blutprobe ist ausreichend, um daraus in einem speziellen Verfahren ein bioaktives Plasmanetz ohne Zusatzstoffe zu zentrifugieren. Ein paar Jahre vorher, da hat man immer wieder Zusatzstoffe addieren müssen und dann stundenlang es pipettieren müssen. Aber jetzt mittlerweile gibt es, braucht man nicht so viel Zeit investieren und so viel Stress machen. Da gibt es mit dieser einfachere Variante, dass man das Membran sofort verwenden kann. Genau, so sieht das aus. Das ist dieses Instrument. Intraspin heißt das. Das ist auch von BioHorizons in Camlog erhältlich, und in Europa, in Deutschland, ist das von CherryMed auch verkauft. Diese Röhrchen, was Sie hier sehen, sind, wo man das Blut entnimmt und nochmal in dieses Gerät einbringt und wird dann mit einer gewissen Centrifugation entweder ein Membran, wie man schon hier sieht, oder diese Flüssigkeit, diese genannten IPRF, herstellen kann. Bis zu 14 Tage gibt es körpereinige Wachstumsstoffe an das umliegende Gewebe ab und die Zellbildungen anregen und der Selbstheilungsprozess beschleunigen. Bei großen Augmentationen regenerieren sich Zahnfleisch und Knochen schneller, und bei Implantationen heilen die Implantate besser ein. Auch Schwellungen und Schmerzen können so verringert werden. In der Regel wird die gewonnene Autologknochen mit Knochenersatzmaterial im Verhältnis 1:1 eingemischt. Geht nicht immer, es geht um, was für ein Fall das ist, denn Riesenfälle wie diese hier, wo man schon Oberkiefer, Unterkiefer, halb oder minder offenlegt, dann ist das der Fall, dass dann man in die Lage ist, so viel Autologknochen zu sammeln. Aber wann es geht, dann ist das besser, dass man 1:1 das einmischt und mit LPRF das biofunktionalisiert, sodass man diese PRF-erhaltende Proteine und Wachstumsfaktor fordern eine zügige Wundheilung. Das LPRF wird mit Knochenersatzmaterial gemischt und dadurch entsteht ein gut modellierbares Knochenersatzmaterial, und das nennt sich Sticky Bone, den zweiten, wo man schon sieht, das ist einfachere Handhabung, total easy, das im Mund einzubringen, und weil das trocknete oder diese Knochenersatzmaterial mit Kochsalz eingemischt, ist ja nicht so einfach im Handling, ne? Und mit dieser kann man das wunderbar gut hinkriegen, dass das wie eine Knete ist, wie ein Kind mit einer Knete modelliert, kann man diese Knochenersatzmaterial wunderbar modellieren. Da habe ich immer wieder Fälle, wo wir jetzt 6-7 Stunden in Vollnarkose operieren, Oberkiefer, Unterkiefer, komplette Rekonstruktion machen, erwartet man schon, dass die Patienten mit einer Hamstring-Action kommen, aber habe ich Fälle, die das nicht so schlimm aussehen. Ja, selbstverständlich, ein bisschen Schwellung wird ja sein, wenn man ein paar Stunden operiert, aber das ist wesentlich weniger im Vergleich zu, wann man nicht diese eigene Bluttherapie nicht macht. Das ist, wie gesagt, eine Best Mother Nature's Gift, wo man eigene Zellen wieder verwenden kann. Genau, diese sogenannten Injectable PRF oder IPRF kann man entweder intraoral direkt einbringen. Ich tendiere, dass man das extraoral schon in eine Art von Sticky Bone formt und dann in den Defekte einbringt. Dann wird das nochmal mit dieser Membran, was ich Ihnen schon in den alten Fotos gezeigt habe, nochmal befestigt. Und dann lege ich nochmal eine Membran, eine sorbiere Membran da drauf, sodass das alles gut dicht zugedeckt ist. Und dann wird das spannungsfrei und speicheldicht zugenäht. Last but not the least ist das Weichgewebemanagement. Ein suffizientes Knochenlager bildet das Fundament für das umgebende Weichgewebe. Da ist man in die Lage, in verschiedenen Arten von Lappen, ob das eine apikal verschobene Lappe ist, ob das ein Rolllappenplastik ist, ob das Vestibuloplastik ist, ob das ein Bindegewebeplastik oder ein Freischleimhautplastik, ist man in die Lage, diese fehlende Schleimhaut gut hinzukriegen. Das periimplantäre Weichgewebe ist ein Schlüsselfaktor für einen Langzeiterfolg. Eine ausreichende Breite
an keratinisierte Mucosa ist eine Voraussetzung für perimplantare Stabilität. Das wissen wir ja mittlerweile, dass die Studien zeigen, weniger als 2 mm keratisierte Mucosa ist ein perimplantiertes Faux programmiert. In meisten Fällen, ne? Kann man nicht so hoch sagen, aber ja, insofern, das ist ja immer besser, dass man noch ein bisschen Mühe gibt, dass man gute bewegliche Schleimhaut und eine stabile, keratinisierte Schleimhaut drumherum implantiert hat. In diesem Fall haben wir nach einer aufwendigen Periostschlitzung das Bindegewebe und ein Bindegewebeplastik Oberkiefer, Unterkiefer spannungsfrei und plastisch zugedeckt. Genau. Das letzte und der wichtige Glied ist das postoperative Kontrolle. Wie man schon auf Deutsch sagt, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Und ich persönlich lege sehr viel Wert auf ein Postkontrolle. Ich mache immer ein Postkontrolle einen Tag nach der OP, 3 Tage später und 10 bis 12 Tage, je nachdem, wo man die Nähte entfernt. Eine postoperative Instruktion nach der OP wird selbstverständlich den Patienten gegeben. Da geben wir auch ein paar Tupfer mit einem Eispack und dann sagen die, wie die sich verhalten sollen, dass sie ruhig eingehen müssen, Kopf nicht unten hängen lagen und gut kühlen, weiche Kost etc., wie wir alle dann schon wissen. Ne? Genau, regelmäßige Wundkontrolle ist sehr wichtig und auch die Interimskontrolle. Haben wir immer wieder Fälle, wo die Interims irgendwie unschön blutet und dann das OP-Bereich offen geht. Insofern, wenn wir praxisintern arbeiten, das ist immer meistens der Fall, dass die gut weich unterfüttert sind. Dazu sagt mein Kollege auch noch mal ein bisschen zusätzlich später in den weiteren Folien. Schmerztherapie, auch ein wichtiges Thema. Heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, dass die Patienten nicht unbedingt unter Schmerzen leiden müssen. Insofern Ibuprofen oder Paracetamol, je nach dem Eingriff. Antibiotische Therapie bei den Risikopatienten ist auch sehr wichtig. Mundhygieneinstruktion, sehr, sehr wichtig. Und am Ende das Kurs Patient Motivation. Give power back to the patient. Das ist wichtig, dass man eine gute Basis hat für einen langfristigen Erfolg. Und wenn wir immer wieder das Gleiche betonen, dann werden die Patienten auch darauf achten. So, das ist das letzte Folie von meinerseits. Wie man schon sieht, das ist der Intraoral-Situation 10 Tage nach der Operation bei der Nahtentfernung und das ist die Röntgenaufnahme nach der Freilegung. Genau, mit diesen Worten übergebe ich den Staffelstab zu meiner lieben Kollegin Frau Desch. Okay, dann geht's mit der Prothetik weiter und damit sind die blutigen Bilder vorbei. Wir befinden uns jetzt in der Phase 3, die prothetische Versorgung steht an. Zur prothetischen Versorgung hatte ich ja schon eingangs erwähnt, zählt die langzeitprovisorische Versorgung, die Interimsversorgung, die sich natürlich von der Phase dann eben mit der Phase 2 überschneidet und die definitive prothetische Versorgung. Ich möchte in dem Fall tatsächlich auch ein paar Sätze zur Interimsversorgung fallen lassen, weil wir dort ein bisschen einen anderen Weg gewählt haben, wie ich euch gerne gleich vorstellen möchte. Die Wünsche der Patientin waren, wie sollte es anders sein, keine sichtbaren Klammern. Und wenn ich jetzt eine Fragerunde stellen würde, würde mir jeder sagen, was ist die klassische Interimsversorgung, die wir wählen? Das ist die Klammerprothese oder auch eine Lab-Tech-Prothese, wobei die Chirurgen die ja nun nicht so gerne haben aufgrund des Drucks, der entsteht. Hier hatte die Patientin aber eben eine ganz klare Aussage. Das war eine der wenigen Wünsche, die sie äußerte. Sie wollte keine sichtbaren Klammern haben. Wir haben dann über verschiedene Lösungsansätze diskutiert. Zum einen über die Sofortversorgung von Implantaten oder provisorischen Implantate wurden besprochen. Davon haben wir der Patientin aber gemeinsam abgeraten. Ich meine, die Kollegin hat gerade erzählt und gezeigt, was für ein riesen umfangreicher chirurgischer Eingriff das gewesen war. Also konnten wir nicht über eine Sofortversorgung gehen. In dem Fall haben wir dann der Patientin provisorische teleskopierende Cover-Denture-Prothesen empfohlen. Und wie wir das Ganze umgesetzt haben, zeige ich eben in 1-2 Folien. Die Bilder kennen Sie jetzt alle schon. Das heißt, das ist der Zustand postoperativ 10 Tage nach Nahtentfernung. Die NEM in Teleskope sind konventionell
zementiert worden mit KETAG. Und das Ganze haben wir vorbereitet, indem wir vor dem operativen Eingriff Alginate genommen haben, eine Bissnahme. Zur Bisssituation, wer sich noch an die Eingangsbilder erinnert, die Bisssituation erfordert jetzt keine größere Anpassung. Und insofern konnten wir hier klassisch mit einem Quetschbiss arbeiten. Unser Labor hat dann auf diesen Modellen mit einem Platzhalter gearbeitet und uns Cover-Denture-Prothesen hergestellt. Und diese Cover-Denture-Prothesen habe ich dann im Nachhinein im Mund nochmal angepasst. Während der OP hat die Kollegin die Zähne präpariert, hat Präp-Abdrücke genommen und auf den Meistermodellen haben die Techniker dann tatsächlich die Innenteleskope herstellen können. So, das sieht man jetzt hier eben einmal. Das sind jetzt die Interimsprothesen im Ober- und Unterkiefer. Einzigen Kompromiss, den die Patientin jetzt tatsächlich eingehen musste in dieser langzeitprovisorischen Phase, ist, dass der Gaumen im Oberkiefer bedeckt ist. Aber das ging natürlich nicht anders. Kann sich auch jeder von Ihnen vorstellen, um die Restbezahnung zu schützen, mussten wir die Prothese so weit wie möglich eben entsprechend ausdehnen. Und da ging es nicht ohne Gaumenbedeckung. Die Kollegin hatte das schon kurz erwähnt. Wie kriegen wir dann eine gewisse Retention hin und dass das Ganze gut und stabil sitzt. Ich unterfüttere das dann weichbleibend immer am Stuhl, nutze dafür das GC Reline Soft. Das ist relativ simpel von der Verarbeitung, hat eine Abbindezeit von 5 Minuten im Mund und lässt sich sehr gut mit speziellen Fräsen eben ausarbeiten und auch nachanpassen, wenn es erforderlich ist. So sieht das Ergebnis extraoral aus. Wie ich finde, schon ein sehr schönes ästhetisches Ergebnis. Man sieht es, unser Labor färbt den Basiskunststoff dann immer individuell ein, um möglichst natürlichen Effekt zu erzielen. Das Material habe ich notiert, das ist das Cannula Ästhetik. Mag vielleicht nicht jedem gefallen, ich finde es immer super. Jetzt auf dem Foto sieht es immer sehr künstlerisch aus im Mund und da haben wir nachher noch ein paar Bilder. Auch bei der definitiven Versorgung gibt es halt wirklich einen sehr schönen Übergang von der Attached und der beweglichen Gingiva. Ja, und so ist die Patientin dann in der provisorischen Phase schon mal sehr schön versorgt gewesen. Zur Therapiefindung hatte die Kollegin auch schon was gesagt. Das heißt, wie sind wir dann auf die definitive Versorgung gekommen? Auch da haben wir eben versucht, die Patientin mit ins Boot zu holen, sind auf ihre entsprechenden Wünsche eingegangen. Das heißt, sie wollte eine gaumenfreie Gestaltung haben. Sie wollte möglichst viele eigene Zähne erhalten. Eine ästhetische Gestaltung, ästhetischer Zahnersatz, das wünscht sich jeder Patient. Und natürlich war ja auch eine gewisse Langlebigkeit der Arbeit wichtig, was auch verständlich ist bei der großen OP und auch bei dem finanziellen Aufwand, den die Patientin da eben betrieben hat, möchte man, dass das Ganze natürlich lange hält. Für uns spielen dann andere Aspekte mit rein. Natürlich möchten auch wir ästhetische Arbeiten, die möglichst lange halten. Eine Reparaturmöglichkeit ist immer von Vorteil, wenn das eben möglich ist. Aber was eben auch wichtig ist, ist eben eine entsprechende Umsetzbarkeit im Hinblick auf die Prognose und die Evidenz. Jeder von uns, der jetzt in der eigenen Praxis tätig ist, weiß, dass man sich da auf seine Erfahrung, aber eben auf entsprechende Evidenzen auch verlassen muss, um nicht in entsprechende Fallen zu tappen und im Zweifelsfall schlimme Kulanzfälle zu haben. Somit sind wir dann zu dem Ergebnis gekommen, was wir jetzt im Vorfeld ja schon erwähnt hatten, dass es eine teleskopierende Hybridprothese für die Patientin wird auf der eigenen Restbezahnung und den schönen Kamlok-Implantaten, die Sangeeta für mich gesetzt hat. Zu dieser definitiven Versorgung. Diese Teleskopprothesen rücken tatsächlich immer mehr in Fokus. Gerade wenn es eben um diese vorangenannten Aspekte geht, wie eine einfache Erweiterbarkeit, eine gute Hygienefähigkeit, auch eine Rekonstruktion möglicher verloren gegangener Gewebestrukturen, ohne eben umfangreiche augmentative Maßnahmen durchführen zu müssen, was ja auch nicht immer machbar oder eben gewünscht ist. Und natürlich eben auch eine schöne Ästhetik im parodontal vorgeschädigten Gebiss. Das funktioniert mit den Kamlok-Implantaten sehr gut. Wir haben eine sehr gute Rotationsstabilität der Verbindung. Wir haben eine hohe Fertigungspräzision der Kamlok-Abutments, sodass die sich eben zur Herstellung auch solcher Doppelkronen sehr hervorragend eignen. Ich habe jetzt hier nochmal 2 Studien aufgeführt. Das ist einmal die Studie von Aigner. Da wurden Doppelkronen und Stege verglichen.
als Zahnersatz und es wurde eben entsprechend belegt, dass sie sich sehr gut als Verankerungselemente eignen. Und eine etwas ältere Studie, die aus 2012, die ich da eben auch mit aufgeführt habe, vergleicht da eben auch die Implantatüberlebensraten von Teleskopkronen im Vergleich zu gefrästen Stegen. Allerdings muss man dazu sagen, das waren dann rein implantatgetragene Arbeiten. Beide Retentionsarten erreichten 100%, was natürlich super ist. Und bezugnehmend auf diese Studie gab es halt keine signifikanten Unterschiede, was jetzt klinische oder röntgenologische Parameter wie Alveolarkammresorption, Taschentiefen oder Gingivalindex angehen. Ein kleiner Unterschied ist doch herausgekommen, das war der Plug-Index. Da schnitten die Stehkonstruktion schlechter ab. Das ist natürlich uns allen auch bewusst, denn eine Teleskoparbeit lässt sich für einen Patienten in den meisten Fällen einfach deutlich einfacher und besser reinigen. Ja, zusammenfassend konnten wir der Patientin so eine evidenzbasierte Therapieform vorschlagen, die zum einen den Patientenwünschen und Patientenvorgaben entsprach und die sich aber auch bei uns in der Praxis eben sehr gut bewährt hat. Wie habe ich jetzt das Ganze umgesetzt? Ein paar Punkte wird Ihnen allen klar sein, wie es ablief. Das heißt, nach der Freilegung haben wir natürlich mit Alginaten gestartet, damit das Labor uns einen Lieflöffel herstellt. Es folgte die PrEP, das heißt, die Zähne wurden nochmal nachbeschliffen und die Implantate wurden in einer offenen Abformung mit dem Impregum und den Lieflöffeln abgeformt. Wir haben eine Bissnahme durchgeführt, neben dem Gesichtsbogen, der, glaube ich, standardmäßig bei jedem Patienten angelegt wird, habe ich hier nicht mit den klassischen Wachswellen oder einem Bissregistrat gearbeitet, sondern mit dubierten Prothesen. Das hatte einfach den Hintergrund, da die Patientin ja einfach durch diese langzeitprovisorische Phase den Biss schon sehr gut probetragen konnte und es da überhaupt keine Probleme gab, das gut eingestellt war. Also haben wir es uns ein bisschen vereinfacht, indem wir dann diese Prothesen dubliert haben und diese eben entsprechend dann zu der Bissnahme genutzt haben. Beim Termin der Bissnahme, muss ich jetzt noch dazu sagen, wenn wir jetzt gleich zur Ästhetikanprobe kommen, suchen wir mit dem Zahntechniker vor Ort schon mal eine entsprechende Farbe und auch eine Garnitur aus. Das ist mir mal ganz wichtig, weil ich eben einen natürlichen ästhetischen Zahnersatz herstellen möchte. Ästhetik ist natürlich ein subjektives Thema, aber ich finde, Natürlichkeit macht es da eben entsprechend aus, dass man nicht sofort sieht, dass es Zahnersatz ist. Die Patienten bringen häufig als Hilfsmittel alte Fotos mit. Das ist mal weniger, mal mehr hilfreich. Wenn man Fotos von vor 50 Jahren Hochzeitsbilder hat, ist es manchmal ein bisschen schwierig, das wieder anzugleichen. Das werden Sie alle aus der Praxis auch kennen. Aber gut, man nimmt es dann eben mit und guckt mal, was man draus machen kann. Wir nehmen die Wünsche der Patientin auf. Auch hier hatten wir natürlich den Riesenvorteil, dass wir ja nicht vom Zahnstatus direkt zur Prothese gekommen sind, sondern eben diesen Zwischenschritt übers Langzeitprovisorium hatten. Da konnte die Patientin eben entsprechend auch schon mal den ein oder anderen kleinen Änderungswunsch angeben. Das ist auf dem Foto vielleicht nicht ganz gut zu erkennen, aber wer genau hinguckt, sieht, dass wir uns hier für zwei Töne entschieden haben. Das heißt, die Front- und Seitenzähne sind in der A2 gehalten und die Eckzähne in der A3. Einfach, um auch da nochmal mehr Natürlichkeit reinzubekommen. Was ich immer ganz schön finde, das sind die Phonaris-Frontzähne, weil die auch ein bisschen natürlicher sind und nicht ganz perfekt gerade. Zum Termin der Ästhetikanprobe bieten wir den Patienten auch immer an, dass sie eine Begleitperson mitbringen, sei es Partner, Partnerin, Freundin, Freund oder Kind. Das nimmt der ein oder andere dankend an, dass man einfach nochmal so ein Feedback gespiegelt bekommt. Wir überprüfen dann die Lippenlachlinie in der Ästhetikanprobe. Wir machen eine Sprachprobe, zeichnen das Ganze auch per Video auf, auch als Dokumentationsgrund. Und eine Fotodokumentation gibt es natürlich entsprechend auch. Die Fotos stellen wir den Patienten auch zur Verfügung, dass sie auch zu Hause das Ganze nochmal so ein bisschen reflektieren können. Der Biss wird nochmal ein bisschen feinjustiert, wenn es dann erforderlich ist. Und wir schauen uns das Ganze auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen an. Da habe ich jetzt bei mir in der Praxis den Vorteil, dass die Behandlungszimmer direkt an den Garten angrenzen. Das heißt, wenn es nicht wie jetzt gerade in Strömen regnet, kann man da gut rausgehen und das Ganze dann auch bei Sonnenschein sich nochmal anschauen.
Nach der Ästhetikanprobe folgt tatsächlich der umfangreichste Technikschritt fürs Labor. Das heißt, die Ästhetik und die Bissnahme müssen jetzt entsprechend zur Herstellung des Tertiärgerüstes umgesetzt werden. Es werden die Galvanokäppchen hergestellt, es werden die Innenteleskope und die Titan-Abutments hergestellt und das Ganze wird entsprechend gefräst. Unser Labor greift da auf das Dedicam Scan und Design Center von Camlog zurück. Das werden Sie von Ihrem Labor auch kennen. Die einen oder anderen fräsen selbst und die anderen geben was entsprechend ab. Dafür habe ich auch eben noch mal ein kleines Video mitgebracht. So, jetzt müsste es laufen. Auch das wird für uns alle eben, ja, der Goldstandard werden, wenn es das nicht schon ist. Das heißt, die Zahntechnik, auch die Zahnmedizin wird immer digitaler und ein Großteil der Implantatprothetik, wenn nicht fast alles, wird mittlerweile digital konstruiert und gefräst, sowohl in der festsitzenden Implantatprothetik als auch in der herausnehmbaren Prothetik. Und das, wie gesagt, betrifft jetzt tatsächlich nicht nur das Labor, sondern auch wir selbst sind da ja tagtäglich mit konfrontiert, dass auch die Zahnmedizin bei uns immer digitaler wird. Die Frage, falls die kommen sollte, vorweg. Wir probieren gerade ein paar Scanner aus, denn wie Sie es gesehen haben, haben wir die Abdrücke noch analog durchgeführt. So, das zur Fräsung. Nach dem längsten Technikschritt im Labor folgt tatsächlich der längste Termin im ganzen Workflow am Stuhl. Hier lohnt es sich oder hier zahlt sich dann aus, dass das Labor und wir so präzise gearbeitet haben und alles dann tatsächlich wie am Schnürchen läuft und perfekt passt. Das heißt, an dem Termin werden die Innenteleskope zementiert, die Implantat-Abutments werden eingeschraubt und verschlossen, die Galvanokäppchen werden im Tertiärgerüst im Mund verklebt, dazu sage ich gleich nochmal ein, zwei Sachen. Wir nehmen nochmal einen Überabdruck mit einem Endivlöffel und Impregum. Und die Reiseprothese wird entsprechend angepasst. Dazu noch mal ein kleiner Praxistipp von mir. Ich springe noch mal kurz eine Folie zurück. Das ist die Folie 35. Hier sieht man, wer so ein bisschen drauf geachtet hat, so eine Art Silikonschlüssel. Das hilft enorm beim Verkleben, wenn man das Ganze eben entsprechend selbst einmal halten will als Behandler oder den Patienten zusammenbeißen lässt, um das Ganze zu fixieren. Abgesehen davon, dass es keine schönen, unschönen Abdrücke in den Fingern gibt. Das nur mal am Rande. Ja, zum Thema Verkleben. Also wer schon immer solche Arbeiten mal hergestellt hat, wird es kennen. Unser Labor macht es nicht, ohne dass es im Mund verklebt wird. Deswegen der Kommentar unseres Zahntechnikermeisters Kalle Meyer, um eben ein entsprechendes Passefit zu erreichen. Anders geht es einfach nicht. Wir haben bewegliche Zähne, wir haben die Implantat-Abutments, die fest sind. Und damit das wirklich super funktioniert und spannungsfrei ist, sollte man es eben im Mund entsprechend mit einem Metallkleber verkleben. Und wer sich mal die Mühe macht und die Arbeitsanweisung Prothetik von Camlog durchliest, ich habe es dann getan, um den Passus rauszusuchen. Dort steht zwar nicht, dass es ein Muss ist, aber dass es eben empfohlen wird. So, wie läuft das Ganze ab? Ich zeige mal eben die Bilder intraoral. Hier sehen wir eben die Galvanokäppchen anprobieren obendrauf und wie das Tertiärgerüst probiert wird, dass das entsprechend spannungsfrei sitzt. Das Material zum Verkleben, hatte ich gerade schon gesagt, ist ein Compromerzement, ein Metallkleber. In dem Fall ist es das AGC-ZEM Automix-System, das hat eine Abbindezeit von 15 Minuten und das ist dann schon recht lange. Und da muss man sich überlegen, hält man das Ganze eben selbst im Mund oder lässt man den Patienten zusammenbeißen? Hier nochmal als kleine Erinnerung, dieser Silikonbissschlüssel hilft da tatsächlich enorm. Und ich würde es immer vom Patient zu Patient abhängig machen, das wissen wir auch alle. Ne? Der eine kann das gut fixieren und beim anderen hält man es lieber selbst, bevor es eben in die Hose geht. Dann verlässt der Patient, und das ist schon immer ein schöner Terminabschluss, die Praxis mit der Reiseprothese. Das heißt, es ist alles soweit erledigt. Die Patienten kriegen die Reiseprothese und die wird dann auch wieder weichbleibend unterfüttert. Dann nutzt sich dasselbe Material wie für die Interimsversorgung. Das ist wieder das GC Reline Soft. Hat eben, was ich schon sagte, eine Abbindezeit von 5 Minuten. Das geht relativ fix und lässt sich eben sauber und schön um- und ausarbeiten. Nach diesem Termin erfolgt dann nochmal ein Termin zur Gesamtanprobe. Den können Sie tatsächlich in der Praxis kurz halten, weil am Ende des Tages ist es ja alles schon gut ab,
gearbeitet, gut vorbereitet. Der Biss passt, die Ästhetik ist besprochen. Das heißt, es ist einfach nur nochmal so ein Sicherheitsfaktor zu sagen, Reiseprothese raus, Gesamteinprobe kurz rein, alles schick, alles rein, die Patienten können wieder los. Dann kommt die Fertigstellung. Auch das ist ein Termin, den man tatsächlich im Workflow relativ kurz halten kann, weil ja eben die vorbereitenden Maßnahmen alle schon gelaufen sind. Die meiste Zeit nimmt bei der Fertigstellung tatsächlich die Mundhygieneinstruktion und die Einweisung des Patienten ein, genauso wie das Üben, dass sie den Ersatz eben rausbekommen. Denn wer schon mal so eine Arbeit in der Hand hatte, auch als Behandler, weiß, die Haftung zwischen Patrize und Feingoldmatrize ist eben hervorragend, sodass der Patient eben trotz herausnehmbaren Ersatz ein Gefühl von wirklich festen Zähnen hat. Aber damit muss man eben auch erstmal ein bisschen umgehen und das Ganze gut handeln können vom Rausnehmen. So sieht es intraoral aus. Das heißt, wir sehen jetzt hier die zementierten Innenteleskope und die Implantatabutments verschlossen. Das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Die verschließe ich immer mit Teflonband und Kunststoff. Das ist der Zahnersatz dann intraoral, wie ich finde, ein sehr schönes Ergebnis. Auch hier sehen wir wieder den individuell eingefärbten Kunststoff, was eben ein schön ästhetisches Ergebnis bringt. Und weil es natürlich immer so schön ist, mal ein Vorher-Nachher-Vergleich und Ergebnis. Ich meine, klar, ne, bei einem parodontal vorgeschädigten Gebiss können wir alle als Behandler eigentlich nur gewinnen und eine schöne Arbeit herstellen. Das ist das Abschlussbild der Patientin. Wir haben eine zufriedene Patientin mit einem strahlenden Lächeln, wo wir alle Labor und Chirurgie und Prothetik miteinander gut funktioniert haben, um das Ergebnis zu erzielen. Jetzt würde man sagen, na, dann sind wir ja durch mit dem Thema. Nein, es kommt noch ganz kurz die Phase 4. Das heißt, für uns ist ein Zahnersatz nicht damit abgeschlossen, dass er eingegliedert ist. Es ist ganz wichtig und das müssen die Patienten auch von Anfang an wissen, dass es auch um eine weiterführende Betreuung geht. Der Zahnersatz hält nur und funktioniert nur eben bei einer entsprechenden erfolgreichen Nachsorge. Dafür sind eben die Mundhygieneinstruktionen wichtig. Wir machen eine engmaschige Kontrolle im ersten Jahr bei so einer großen Arbeit. Heißt, dass die Patienten kommen alle 3 Monate zur Zahnreinigung und zur Kontrolle. Und gegebenenfalls, das ist immer von Patient zu Patient abhängig, muss eine entsprechende Schutzschiene noch hergestellt werden. Diese Nachsorgeverpflichtung, so nennen wir das, und Hinweise halten wir bei uns in der Praxis tatsächlich auch schriftlich fest. Das würde ich Ihnen auch raten, um sich da tatsächlich auch nochmal rechtlich abzusichern und das auch gleich bei den ersten Terminen mit dem Patienten zu kommunizieren, dass es eben wichtig ist, dass das Ganze wirklich eben auch in einer Nachbetreuung bleibt. Ja, dann möchte ich mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Toll, dass alle so lange durchgehalten haben. Und Sangeeta und ich sind jetzt auf jeden Fall für Fragen für Sie da. Die erste Frage kommt, wie lange war die Patientin post-OP zahnlos, bis das LPV eingegliedert wurde? Das hatte ich kurz erwähnt, das war tatsächlich 10 Tage. Ne? Also das zur Nahtentfernung hat sie dann das Langzeitprovisorium schon bekommen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, welche Patienten tragen das die Interimsprothese direkt nach der OP bei so einer umfangreichen Geschichte. Das heißt, eine kleine Pause gibt es da eigentlich immer. Gut, gibt es weitere Fragen? Nein, scheint, das war die einzige Frage. Ja, dann bedanken wir uns herzlich für die Möglichkeit, so ein schönes Webinar abzuhalten und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für uns alle einen schönen, entspannten Feierabend. Dankeschön nochmal, schönen Abend noch. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben jetzt die Möglichkeit, einen CME-Punkt zu erwerben. Hierfür müssen Sie nur den dazugehörigen Multiple-Choice-Test absolvieren und mindestens 70% der Fragen richtig beantwortet haben. Darüber hinaus bietet unser CME-Bereich vielfältige weitere Möglichkeiten, sich fortzubilden und Punkte zu erwerben.
Eine Frage, das war ja eine Chance. Cool, super. Dankeschön. Ja, super, vielen Dank für Ihre Arbeit und schönen Feierabend. Ne? Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.